Erst vor wenigen Tagen war der Wirbelsturm Irene über die US-Ostküste hinweggezogen. Die Folgen sind nicht nur im Bundesstaat New Jersey noch immer sichtbar. Und nicht nur das, denn selbst am Mittwoch stieg der Wasserpegel hier in der Stadt Patterson weiter. Zahlreiche Einwohner mussten mit Schlauchbooten in Sicherheit gebracht werden. Erholung ist also noch nicht wirklich in Sicht. Und nun auch noch das. Über dem Atlantischen Ozean braut sich bereits ein neuer Hurricane zusammen. Auch dieser trägt einen weiblichen Namen. Katja habe Windgeschwindigkeiten von 120 Kilometern pro Stunde. Das teilte das Nationale Hurricane-Zentrum der USA mit. Der Wirbelsturm befand sich zuletzt knapp 2000 Kilometer östlich der kleinen Antillen in der Karibik und bewegte sich mit gut 30 Kilometern pro Stunde vorwärts. Warnungen wurden zunächst keine ausgesprochen.